Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück in Punch Club mit mir, dem Mr. Merp. Wir sind kurz davor, Level 13, also Level 13 in Stärke zu erreichen. Ich werde den heutigen Kampf skippen. Einzig und allein aus dem Grund, weil ich die Stärke 13 haben will. Es sei denn, wir bekommen sie hin. Ja, auf der anderen Seite, wir könnten eigentlich den Kampf doch machen, oder? Ich meine... Ja, wir haben ihn das letzte Mal verloren. Das Problem ist, es bringt uns gerade eben nichts. Wenn wir jetzt nochmal auf die Fresse bekommen, sind wir vielleicht am Ende verletzt. Nee, nee. Wir trainieren lieber weiter. Wir trainieren weiter und skippen diesen Kampf. Seht ihr, nächster Kampf, Ultimate Fight, erst in 2 Tagen. Ich möchte die Stärke von 13 haben. Das ist ohnehin hart genug, dahin zu trainieren. Das Problem ist, es könnte sein, dass uns vorher das Essen, also das Essen im Magen ausgeht. Wir geraten dann in Unterzucker. So, aber wir sind jetzt kurz davor, es zu haben. Komm schon, Baby, du kriegst das hin. Es muss funktionieren, es muss einfach. Sonst kriege ich Migräne. Komm schon, komm schon. Ein paar Punkte noch. 1 oder 2. Ah, Halleluja. Mit dem letzten. Okay. Dann Muskelgedächtnis 3. Abgesichert. Jawolligens. Unter 13 fällt unsere Stärke nicht mehr, meine lieben Freunde. So, dann. Ach nee, stimmt ja gar nicht. Der Blitzschlag war ja. Der war ja gar nicht im Geschicklichkeitspfad, der war ja im Stärkepfad. Ah, ja. Ich hab's in einer Folge mal gesagt, das wäre der höchste in der Geschicklichkeit, aber es sind beide im Stärkepfad. Der Mr. Kikuse hatte das ja. So, als nächstes sollten wir definitiv Motivation 3 erlernen, damit wir Stärke noch leichter trainieren können. Aber ich bin auch ehrlich gesagt am Überlegen, ob wir nicht auch mal Ausdauer vielleicht mal, ne? Ja, das finde ich jetzt wiederum nicht so gut. Dauerbrenner könnten wir uns irgendwann auch nochmal holen. Haben wir noch nicht getan. Ist alles so eine Sache. Wir sind jetzt auf jeden Fall ein little bit hungry. Und damit meine ich nicht ungarisch, hahaha, sondern wir sind wirklich hungrig. So, erstmal das hier, wie ihr seht, wups, rockt voll rein, zack. Und 2x Schnitzel bitte. Dann können wir eigentlich jetzt zu Hause uns auf das Laufrad schwingen, sind gut dabei, wie ihr seht. Also das ist jetzt eine der Stellen im Spiel, wo man richtig gut schnell Punkte machen kann, mit Verliebt und mit dem Ausdauertrank von dem Mickey. Darüber hinaus kann man so ein bisschen mit dieser kriminellen Energie, die in uns ruht, ebenfalls gut Geld verdienen. Und es könnte sein, dass wir heute vielleicht sogar nochmal eine Runde zu Bobo sollten. Für eine weitere Ladung $100. Weil ich glaube, wir waren nämlich da, als wir 4 Tage hatten. Jetzt ist es noch einer. Na? Ja, also ich glaube, wir checken mal kurz mal rüber zu Bobo. Ach, shit, egal. Heute sollte auf jeden Fall der Tag sein. Verdienen etwas Geld. Yo, es ist Zeit. Ja, wo ist mein Werkzeug? Wir gehen wieder, also wir kommen von ihm sogar Jeans, ne? Jeans, und, also Werkzeug, es fehlt eigentlich nur noch, dass er so eine Sonnenbrille auf hat, ne? Ist das geil. Übrigens, also man kann jetzt mit Mickey nochmal reden, aber man bekommt nichts mehr von ihm. Also, man kann ihn anklicken, aber es passiert nichts. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Verliebtheitsstatus. Und ich bin der Meinung, wir sollten definitiv nochmal hier vorbei. Wir haben ja momentan das Geld. Ja, ja, er hat keine Bösewicht im Angebot. Alter Scherzkeks. Wir nehmen... Moment, 1, 2, 1, 2, 3. So, sehr gut. Nach Hause. Wir machen uns fit und frisch. So, so, so. Und ab ins Fitnessstudio. $23. Wir machen jetzt keinen Übungskampf, sondern es wird jetzt hier trainiert. Bis die Schwarte kracht. Halt, nein, das will ich gar nicht. Ich will da oben hin. Denn jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen auch auf die Ausdauer. So, direkt hier hin. Die Ausdauer muss nämlich jetzt auch mal so Richtung 7, 8 tendieren.
Wir könnten jetzt natürlich, es kommt ganz drauf an, wie ihr das Spiel spielen wollt, Leute. Ihr könntet jetzt zum Beispiel auch einfach hergehen und sagen, man splittet jetzt so ein bisschen, man ignoriert jetzt erstmal so ein bisschen den Weg des Bären. Wir gehen jetzt dann so, also man könnte jetzt sagen, wir gehen jetzt auf den Weg der Schildkröte, verlängert allerdings das Spiel natürlich ungemein. Ja, logischerweise, weil man dann halt einfach nicht so effizient hier voranschreitet mit den Dingern. Auch die Punkte, also man bekommt einfach nicht die besseren Skills, die man theoretisch braucht, um die höheren Kämpfe zu bezwingen. Man würde allerdings dadurch die Möglichkeit bekommen, zum Beispiel auch einfach dann seine Ausdauer von 8 abzusichern. Moment, jetzt können wir eigentlich nochmal uns, glaube ich, hier drauf schwingen, oder? Indem wir einfach sozusagen sagen, ja, also wir holen uns jetzt quasi den Dauerläufer, wo man sich die Stärke, Moment, ich zeig's euch gleich, wo man sich die Ausdauer von 4 absichern kann, geht dann in den Schildkrötenpfad rein, da kann man sich dann noch die Ausdauer von 8 absichern, genauso wie wir uns jetzt hier die Stärke von 8 bzw. 13 absichern konnten. Das ist halt, ja, wie soll ich sagen, Geschmackssache. Ich persönlich glaube, ich werde einfach jetzt sozusagen das jetzt so lassen. Die Stärke fröhlich weiter trainieren, so wie es halt gerade eben reinläuft. Ihr seht, die Stärke, da passiert nicht mehr viel. Wir haben heute wieder einen Kampf und ich glaube, den heutigen Kampf werden wir auch definitiv machen. Mit Stärke 13 sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Und wenn wir jetzt die Ausdauer noch hochbekommen, würde das richtig, richtig geil sein. Dass das Ding ja nicht gleich wegfliegt bei unserer hohen Stärke. Das wundert mich eher so gerade eben noch. So, komm, jetzt machen wir das hier. Und danach erst wieder das. Sonst ist ja das hier gleich wieder völlig nutzlos gewesen. Wie gesagt, Stärke ignoriere ich gerade eben. Ich möchte gerade eben die Ausdauer auf ein gewisses Level bekommen, dass man sagen kann, ja, wir haben jetzt die Ausdauer von 8 und wir können sie halten. Das ist ja das Wichtige. Nicht nur kurz mal so haben, sondern auch dieses Attribut auch kurz mal halten können. Ne? Das ist ja eigentlich sehr viel wichtiger. So, das Laufband ist eines der besten Geräte überhaupt im ganzen Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Man hat wenig Möglichkeiten, die Ausdauer richtig zu trainieren, aber jetzt sind wir hungrig. Nein, ich will aber nicht. Gibt's hier irgendetwas, ne? Boah, ein Schokoriegel. Großartig, komm, schmeiß dich drauf. Vielleicht können wir dadurch jetzt hier das Gerät nochmal zu Ende trainieren. Und? Na super, nee, dann können wir jetzt auch gleich kämpfen, Leute. Kämpfe! Ja, schon wieder die 2. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir gegen die vor? Das letzte Mal hat er uns ja ganz schön Probleme gemacht. Jetzt klingelt es bei mir, Entschuldigung. Und da bin ich auch schon wieder. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich sehe da wenig Chancen, dass wir da jetzt irgendwie eine andere Fähigkeit reinnehmen. Von der aktuellen Fähigkeitsauswahl, die wir haben, müssen wir einfach so ein bisschen auf unser Glück vertrauen. Und vor allem, dass wir ihm jetzt auch einfach mal ja, die Sülze aus dem Schädel quetschen können. Denn alle anderen Schläge, die wir haben, machen halt einfach im Vergleich zu den Ausdauerkosten nicht genug Schaden. Wir müssen einfach unser Glück vertrauen, dass wir... der haut uns schon wieder hier quasi zu Brei. Wir haben jetzt ihm zwar ordentlich Schaden verpasst. Ja, wenn wir jetzt noch einmal treffen, dann haben wir gewonnen. Jawohl! Okay, diesmal haben wir deutlich mehr Glück gehabt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann starten wir jetzt wieder mit voller Energie gegen Rey Mascario. Und der ist eher jetzt wieder so ein Geschicklichkeitskämpfer. Da sollten wir tatsächlich das hier in Betracht ziehen. Und eher das Blocken mal rausnehmen. Die Ausdauer will ich definitiv, also die Ausdauerregeneration, Angriff überspringen sollte drin sein. Meiner Meinung nach eine der wichtigsten Fähigkeiten. So, versuchen wir unser Glück. Jawohl. Das hat schon mal gleich funktioniert. Seine Ausdauer wurde getroffen. Ja, er macht aber auch sehr wenig Schaden, wie ihr seht. Das ist das Gute an Ausdauer, an reinen Geschicklichkeitskämpfern, solange die keine besonders hohen Fähigkeiten haben. Also Karate, High Kick und Karate Kick sind die ersten Karate-Fähigkeiten. Die sind schon mal besser als die Standard-Kicks. Aber ihr seht, der Schaden ist eher moderat, den sie verursachen. Deswegen können wir damit eigentlich momentan ohne Probleme leben. Und er scheint sich sogar noch eher zu verausgaben als wir. Und jeder Schlag, den wir bei ihm landen, ist für ihn quasi wie so eine mittlere Eruption. Also, es ist eher wie so ein Erdbeben, was ihn trifft. Boah, jetzt haben wir gefühlt 50 Mal daneben geschlagen. Das war natürlich jetzt nicht so gut. Also, er weicht gerade eben schon aus wie so eine 1, aber er hat auch fast keine Energie mehr. Wir gewinnen ein bisschen mehr Energie dazu, für jedes Mal, wo das passiert.
Wir müssen jetzt halt mal treffen. Jawohl. Da ging ihm gerade eben die Ausdauer aus. Und nochmal und gewonnen. Also wie wir sehen, wir können diese Typen doch schlagen. Sofern wir einigermaßen ein bisschen Glück haben, haben wir nochmal $150 verdient, jede Menge gute Laune und auch ein paar Erfahrungspunkte. Das ist eine feine Sache, deswegen fahren wir jetzt auch gleich mal hier hin. Übrigens, wir können uns den Buff von der guten, wie heißt sie nochmal gleich, Adrian wiederholen. Aber das ist gar nicht so einfach, sage ich jetzt mal. Also, ups, nee, Moment. So, genau, nach Hause. Denn da müssen wir erstmal zu ihr hinfahren, was jetzt nicht so das Problem ist. Aber manchmal will die einfach nicht. Dann muss man ihr ein Geschenk machen, mit ihr babbeln, Zeit verbringen und so weiter und so fort. Also Dinge, die, ja, wie soll ich sagen, nichts Direktes mit dem Kämpfen zu tun haben, aber dann halt doch irgendwie nötig sind. So, wir essen hier auch nochmal eine Pizza. Und wenn wir jetzt gerade eben zu Hause sind, können wir auch mal hier ein paar Pushies machen. Push up, push up. Nicht BH, sondern einfach Push-Up vom Boden, ne? Also den eigenen Körper. So, danach hauen wir uns nochmal hier aufs Laufband. Wobei, wir haben jetzt hier gleich den Tag schon wieder rum. Ah, die Ausdauer von 8 zu etablieren wird haarig. So. Ja, wie ihr seht, also das Beste daran ist jetzt einfach, dass die Stärke jetzt nicht mehr fällt. Wir können uns jetzt tatsächlich hier auf das hier konzentrieren. Mit der Ausdauer. Und dann sollte das eigentlich gut werden. Und ihr seht ja auch schon, wir machen jetzt inzwischen 29 Punkte Schaden mit jedem Schlag. Das ist schon wirklich eine ganze Menge Holz. Vielleicht sollten wir jetzt auch nochmal versuchen, nochmal bei Casey vorbeizuschauen. So, jetzt haben wir nämlich hier tatsächlich die 8. Das ist sehr gut. Gehen wir mal zu Casey. Und machen mal eine Speziallieferung. Frage nach der Special Pizza. Scheint, als sei gewürzte Pizza sehr beliebt. Ja, das Geschäft brummt. Willst du die gewürzte Pizza probieren? Die geht auf mich. Leider bekommen wir dadurch gar nichts. Ja, schmeckt bestimmt gut. Hier, nimm dir eine. Übrigens, ich habe eine spezielle Lieferung für dich. Kein Problem, Casey. Ich kümmere mich darum. Oh, dieses Geräusch. Ich bin hier, um Mark zu treffen. Ins Gesicht. Du hörst ein unheimliches Geräusch. Hast du Bill besiegt? Genau. Und du bist der Nächste. Ich bin nicht wie mein Bruder. Mach dich bereit für Schmerzen. Ja, das ist Mark. Also, ich finde die Namensgebung halt schon ein bisschen schräg, ne? Bill, Mark, also ist wahrscheinlich auch eine Anspielung auf irgendwas, aber ich erkenne sie nicht. Mark ist ein bisschen anders, wie wir sehen. Der ist eher so ein Ausdauercharakter, also so ein Turtle. Er hat hier Clothesline, Kniekracher, Haken, eiserner Schädel. Nee, ist auch eher ein starker Charakter, so wie es aussieht. Ritterrüstung, je mehr Ausdauer du hast, desto weniger Schaden bekommst du und Berserker. Nee, er ist ein Mischcharakter. Er ist eine Mischung aus Boxer und Schildkröte. Schade, dass man halt nicht sieht, dass die halt irgendwie so eine Kampftaktik haben. Ich glaube, wir können das mit der Geschicklichkeit hier sein lassen und dann hier tendenziell dann doch eher den Block reinnehmen. Gucken wir mal, wie schnell wir ihn gelegt bekommen. Wir haben auch mehr Lebenspunkte als er. Wenn wir einigermaßen Glück haben... Oh, er macht aber auch gut Schaden, habt ihr gesehen. 18. Nochmal 11 hier. Oh, jetzt hat er aber schon mal gut gefressen. Oh, oh, oh. Das muss wehgetan haben. Wir treffen einfach gerade eben nicht. Aber jetzt, ja, jetzt wird's langsam. Seine Ausdauer geht auch runter, ähnlich wie unsere. Ja, er hat verloren. Er hat definitiv verloren für Lebenspunkte. Jetzt ist es vorbei mit ihm. Mark hat uns nichts entgegenzusetzen. Du gewinnst. Weitere 8 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Ich war wohl nicht richtig vorbereitet. Du gewinnst. Tja, besiege Mark. Wow, ein Stab war echt gefährlich, aber du hast gewonnen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Komm später wieder und kämpfe gegen Gabe, den stärksten Bruder. Tja, besiege Gabe. Du hattest 2 gute Kämpfe, jetzt kommt der 3. Besiege Gabe. Das wird sicher prima. Oh, das Geräusch eh. Das war seltsam, ja, definitiv. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nochmal ganz, ganz kurz nach Hause. Pfeifen uns was rein. So, 2 davon und 1 davon. Ja, oder vielleicht noch 1 davon. Wupp, wupp, wupp. Dann sind wir nämlich komplett voll.
könnten jetzt es nochmal wagen, eine Runde kurz mal uns die Liebe von Adrian zu sichern. Verliebe dich! Adrian, du bist wunderschön. Ich bin so glücklich, wenn ich bei dir bin. Sind wir wirklich zusammen? Mir scheint, als hättest du nie Zeit für mich. Spitscht sie rum, super. Das verstehe ich wirklich. Ich verspreche, ich werde mir mehr Mühe geben. Ja, das ist so eine Sache für sich mit ihr. Also wir müssten jetzt, glaube ich, $40 ausgeben, um ihm ein Geschenk zu geben. Dann müssen wir noch mal einen Tag warten und dann geht's wieder. Oder es ist einfach nur random. Ich habe noch nicht rausgekriegt, wann es wirklich funktioniert. Darüber hinaus könnten wir jetzt auch noch Zeit mit Roy verbringen. Wir könnten hier seinen Motor reparieren. Wir könnten zum Beispiel Zeit mit Roy verbringen, indem wir also einfach mit ihm reden, mit ihm in die Bar gehen. Das ist aber alles Geld- und Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich viel bringt. Also Roy ist eher wirklich nur so ein Sidekick. So, wir gehen jetzt nochmal zu Big Bobo. Versuchen nochmal Geld zu verdienen. Wir müssen noch ein paar Tage warten. Wir sind doch keine Räuber. So ein Scherzkeks. Ja, ja, er lässt sie halt einfach, ne? So, wir gehen hier zu Fuß hin, trainieren hier nochmal eine Runde weiter. Ich möchte einen weiteren Übungskampf machen für $20. Und ihn hier in den Staub treten, den Silver. Danach gehen wir nochmal in die Muckibude hinein. 30 Schaden machen wir jetzt gerade eben, das ist ziemlich viel. Aber da geht garantiert noch mehr. Wir haben noch nicht mal die allerstärksten... Wow, schon wieder in der ersten Runde. Wir haben ja noch nicht mal die allerstärksten Fähigkeiten überhaupt bekommen. Die fehlen uns ja noch. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Und sichern uns einigermaßen hier mal ein paar Punkte ab hier auf dem hier. Und wenn wir das hier einigermaßen abgesichert haben, können wir auch mal wieder auf die Stärke trainieren. Und ich glaube, wir haben auch am Morgen einen Kampf. Wenn ich mich nicht irre. So, komm, hier drauf. Ah, okay, da müssen wir nochmal eine Runde warten. Aber das ziehen wir jetzt kurz hier voll durch. Dann haben wir die 8 hier abgesichert. Und können morgen dann ohne Probleme unseren Kampf machen. Dann schmeißen wir uns jetzt einfach nochmal hier an die Stärke ran. Stärke 14 wäre auch eine schöne Sache. Auch wenn die Punkte jetzt erstmal alle gleich wieder zum Teufel gehen, das ist manchmal echt eine Freude, sage ich euch, eine echte Freude. Wenn ich jetzt taktisch gemacht hätte, hätte ich jetzt irgendetwas anderes gemacht und hätte damit jetzt hier nicht diese Punkte verschwendet, weil es fällt ja sowieso hier bloß einfach auf den Nullwert. Ich glaube, wir haben heute gar keinen Kampf, stelle ich gerade eben fest. Kommt überraschend, ich dachte, wir hätten heute einen Kampf. Aber vielleicht müssen wir heute dann nochmal eine Runde zu Bobo, kann natürlich auch sein. So, komm, jetzt holen wir uns erstmal hier die Stärke von 14. Wir sehen, wenn wir einmal das Ding hier durchtrainieren, haben wir ein Dreiviertel Punkt gemacht. Und das auf der Höhe. Das ist ordentlich. 15% mehr Stärke bekommen oder 10% mehr Stärke bekommen. Das ist schon ein Unterschied. Merkt man insbesondere dann, wenn man halt in höheren Gebieten ist. Es wird halt immer schwieriger, seine Punkte hier oben noch weiter hochzutreiben. So, jetzt haben wir gleich die 14. Und... Oh, Frechheit. Komm, dann machen wir das hier noch. Dinge, die getan werden müssen. Jetzt haben wir die 14, das ziehe ich jetzt auch noch ganz kurz voll durch. Zumindest einigermaßen. Ich will ja die 14 hier abgesichert haben. Auch wenn wir sie jetzt erstmal wieder definitiv verlieren werden. Ja, war ja klar. Da können wir jetzt wieder nicht mehr ran. Und uns geht jetzt demnächst hier auch mal so ein bisschen... Ich will das aber jetzt haben. Gierig, gierig. Komm, Stärke 14. Stärke 14 macht Spaß. Vor allem im Gegner. Wenn er die Stärke 14 im Gesicht spürt. Und fertig. Dann können wir jetzt, hungrig wie wir sind, in den Kampf gehen. Wir kämpfen wieder gegen Ray Mascarino und gegen Punk. Oh, Ray Mascarino hat aber ganz schön Geschicklichkeit trainiert. Wir sollten gegen Ray Mascarino den Geschicklichkeits-Debuff reinnehmen. Und dann mal auf das Beste hoffen. Wenn wir ihn treffen, tut's ihm echt weh. Ja, tritt uns halt. Jawohl, 32, habt ihr das gesehen? 32 Schaden mit einem Schlag. Und ausdauertechnisch stehen wir besser dran als er momentan.
Wobei das, oh, das ändert sich ganz schnell. Habt ihr gerade eben gesehen, wir haben gerade eben unglaublich viel Ausdauer verloren und er irgendwie sehr viel regeneriert. Jawohl, nochmal getroffen, sehr gut. Boah, jetzt geht unsere Ausdauer runter, weil wir halt gleich mal dreimal am Schuss nicht getroffen haben. Und er schickt uns jetzt auf die Matte. Das ist ein Problem. Ja, wenn wir jetzt mal schlagen dürften, dann wäre das eigentlich auch gar nicht so wild. Eieiei. Wir sollten halt auch mal treffen, ne? Das ist so ein Problemchen. Ach ja. Dieses Ausweichen ist teilweise schon ein bisschen zu arg mächtig, finde ich persönlich. Was war denn das gerade für eine Rolle rückwärts? Wir haben jetzt seit über einer Minute nichts mehr getroffen, Leute. Gähn. Der RNG, der macht uns gerade eben fertig. Also das ist jetzt gerade eben, Leute, einfach nur der RNG. Na, komm. Ach, jetzt lass dich doch mal treffen, Mascarino. Der hat uns jetzt schon über 100 Lebenspunkte runtergeprügelt und wir treffen einfach nicht. Ja, ich glaube, wir verlieren den Kampf. Spätestens gegen Punk. Weil wir einfach nicht treffen. Ich habe keine Ahnung, was da gerade eben abgeht. Unterirdisches Würfeln aus der Hölle. Wow, getroffen. Jetzt müssen wir nur dieses gleiche Glück nochmal haben. Dauert wahrscheinlich nochmal 100 Lebenspunkte und die haben wir nicht. Erst recht nicht. Ah, wow, wow. Ich habe es ja gar nicht kommen sehen, dass wir den überhaupt noch treffen. Also das war lächerlich. Das war einfach nur lächerlich. So, gegen ihn nehmen wir definitiv das Blocken wieder rein. Gegen den anderen bringt es ja gar nichts, aber gegen ihn könnte das definitiv den Unterschied machen. Hoffen wir aufs Beste. Der weicht natürlich als erstes gleich mal aus. Jawohl. Oh, 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 oh. Nein, hör auf. Ja, nee, ist klar. Der macht eine Dreierkombination und haut uns um. Finde ich gerade eben sehr, sehr enttäuschend. So, wir gehen auf jeden Fall nochmal hier rein. Gucken jetzt nochmal. Wir könnten jetzt hier den Berserker nehmen. Hast du 30% oder weniger Gesundheit, teilst du 30% mehr Schaden aus. Das hätte uns jetzt ehrlich gesagt nicht geholfen. Du kannst keine Verteidigungstalente oder Gegenangriffe verwenden, blocken oder ausweichen. Du verursachst 20% mehr Schaden. Okay, also das heißt, also würden wir überhaupt nicht mehr blocken. Und um dahin zu kommen, es also wäre natürlich schon eine geile Kiste, das zu haben. Es ist blöd, dass wir definitiv in Zukunft auf sämtliche Verteidigungsaktionen verzichten müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob uns das was bringt. Eiserner Schädel. Jeder Schlag, den du blockst, verringert das Geschick. Naja, das wäre jetzt ziemlich sinnlos, wenn wir uns später das hier holen, weil wir dürfen ja dann nicht mehr blocken. Das wäre ja ziemlich dämlich. Oder wir nehmen den Kontercross. Dann können wir noch auf hartnäckig gehen. Ausfallschritt. Da könnten wir ausweichen. Reihe von Geraden. Eine Reihe von Schlägen, die den moderaten Schaden verursachen. Das ist natürlich schon geil. Für 8 Ausdauer, 30. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier auf den Kontercross. Kontercross. Achso, das ist eine Verteidigungsaktion. Machen wir aber trotzdem, liebe Leute. Dann haben wir jetzt nochmal eine zweite Attacke, die wir mal testen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.